Das Wichtigste, was man in der Schule lernen sollte, ist, seine eigene Meinung zu haben und seine eigene Meinung auch zu vertreten und zu ihr zu stehen. Und vielleicht auch sich selber zu finden und wissen, wer man ist und nicht machen, was andere wollen, aber ja, also zu sich selber stehen und vielleicht da auch ein Fach, das man einfach in einer gewissen Weise unterstützt, zu machen, was man will und sich Gedanken zu sich selbst zu machen. In der Schule ist es oft so, dass viele Schüler keine wirkliche eigene Meinung haben, sondern oft das sagen, was sie wissen, dass der Lehrer hören will oder dass auch eben die Meinung des Lehrers ist. Und ich denke, es könnte helfen, wenn Lehrer, wenn sie eben merken, dass die Schüler nicht mal wirklich sagen, was sie wollen, sondern einfach ja, wiederholen, was man selber schon gesagt hat oder man selber denkt. Wenn halt Lehrer darauf achten und vielleicht gezielter dann nachfragen oder besonders Meinungen anderer Schüler, die eben auch widersprechen, in den Vordergrund heben und dann nicht froh sind, dass die Schüler die gleiche Meinung vertreten wie sie selbst. Ich glaube, das Soziale und das mit den Leuten umgehen, das Wichtigste ist, was man in der Schule lernt. Aber ich glaube, für den Schulunterricht allgemein ist es sehr wichtig, dass man Freunde hat, auch in der Pause, dass man sich austauschen kann über den Unterricht und so. Das hilft auch für die Schule allgemein, also für dass man den Unterricht ein bisschen reflektieren kann oder so. Ich glaube, das ist auch für das noch hilfreich. Die Lehrer sollten ein bisschen weniger Druck aufbauen auf die Schüler, weniger Hausaufgaben, weil das, was ich gerade erlebe, das ist dann wirklich sehr, sehr viel. Ich habe auch gelernt in so einem Dokumentarfilm, dass Jugendliche auch besser auf ein positives Feedback reagieren als auf ein negatives, welches sie zuerst noch verarbeiten müssen. Und da wäre es auch gut, wenn auch die Lehrer manchmal so wie irgendwie so ein Kompliment oder so machen, was dann wie so ein bisschen auflockert und ja, dann ist man vielleicht auch, wenn es so ein bisschen Stress gibt, einfach ein bisschen abgelenkt dann einfach davon. Eine gute Schule macht für mich aus, wenn sie auch mal die Jugendlichen mit einbeziehen und auch mal fragen, was sie zum Beispiel auch mal, wenn wir ein Buch lesen müssen, zum Beispiel auch, dass wir Vorschläge bringen können und dann abstimmen oder so. Also für mich macht eine gute Schule aus, wenn die Lehrpersonen sich auf die Kinder einlassen, also wenn man Kompromisse auch abmachen kann, wenn man einen guten Pausenhof hat, das heißt, man kann sich bewegen in den Pausen und man kann etwas essen oder trinken. Und auch wenn das Schulsystem angemessen ist. Also zum Beispiel in meiner Schule beginnt die Schule erst um 8:30, weil man herausgefunden hat, dass Jugendliche sich noch nicht so gut konzentrieren können am Morgen. Und darum finde ich, sollte man so probieren, so gut wie möglich den Kindern die Schule sozusagen versüßen. Eine gute Schule macht für mich aus, dass sie neu ist, also nicht so heruntergekommen ist und dass man da sich wohlfühlt und Spaß hat, in der Schule zu sein und dass man auch guten Stoff durchnimmt, dass man nicht so schweren, aber auch nicht zu leichten durchnimmt, dass man halt was lernt, aber dass man halt nachkommt mit dem Stoff. Aber teilweise gehe ich doch schon gerne in die Schule, weil ich etwas lerne, weil es mich interessiert, was ich lerne, weil ich weiß, wenn ich das dann kann, dann habe ich so auch ein gewisses Grundwissen. Und ich kann das auch mal meinen Kindern, meinen Enkelkindern weitergeben. Eine gute Schule macht für mich aus, dass Lehrer und Schüler eine gute Beziehung führen. Und halt, dass die Lehrer jetzt, es ist natürlich klar, dass man immer einen Lieblingsschüler hat sozusagen, aber dass man den halt nicht extremst bevorzugt und jeden sozusagen gleichberechtigt. Und das halt auch die Regeln, die aufgestellt werden, einigermaßen funktionieren und es halt nicht totales Chaos immer gibt überall. Auf meiner Schule ist es ja so, dass es eine starke Beziehung zwischen Lehrer und Schüler gibt, also dass die wirklich sich auch einigermaßen kennen und dass die Lehrer auch, wenn sie wissen, dass der Schüler ein Problem hat, auch mit ihm reden können und die Schüler auch das zulassen, es halt nicht komisch für sie ist und das finde ich ziemlich gut. Also für mich ist es sehr wichtig,
dass man lernt, wie man halt, wenn man die Schule abgeschlossen hat, ungefähr weiß, in welche Richtung man gehen will und halt nicht komplett so, okay, Schule fertig und jetzt, sondern dass halt einigermaßen Ahnung hat, ja, vielleicht Richtung Naturwissenschaften oder sonst was. Also bei einer guten Schule finde ich jetzt halt wichtig, dass die Schüler-Lehrer-Beziehung jetzt nicht ganz schlecht ist, dass man halt den Lehrern auch wirklich, also vertraut, klar, es gibt immer Lehrer, die man nicht mag, ich glaube, das ist an jeder Schule so, aber dass man da halt den Lehrern schon so vertrauen kann oder im Unterricht halt so ist, dass die auf einen eingehen. Und ein anderer Punkt, was ich wichtig finde, ist, dass die Schüler sich selber in der Schule wohlfühlen. Also jetzt gerade beim Thema Mobbing zum Beispiel, dass die Schule da gerade versucht, halt irgendwie dagegen was zu unternehmen, gerade in den jüngeren, also bei den Jahrgangsstufen, so 5., 6. Klasse, ist halt immer halt ein großes Thema auch bei uns mal gewesen. Und dass da man versucht, also die Schüler schon zu helfen, zu unterstützen und halt, dass ja die Lernatmosphäre einfach entspannter wird, dass man sich wohlfühlt. Ich finde es immer gut an der Schule, wenn Lehrer halt sich für die Schüler interessieren und auch denen helfen, wenn sie jetzt in einem Fach nicht gut sind oder so. Also ich fände es cool, wenn es so ein Fach in der Schule gäbe, so ein Allgemeinwissen, Grundwissen, Lebensfach irgendwie, wo man halt solche Sachen lernt, die man jetzt eigentlich nicht in der Schule lernt, aber vielleicht für sein Leben brauchen könnte. Sowas wie Steuern machen oder Wäsche waschen oder kochen. Sowas fände ich irgendwie ganz cool. Thank you.